Also Iggy Pop hier mit einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um ein Messer. Ich habe das hier in diesem Karton. Das Ganze habe ich in der Facebook-Gruppe ersteigert. Da ging es um eine Versteigerung für einen guten Zweck fürs Tierheim in Wetzlar. Der Stefan 123321 war so nett, diese ganze Aktion mal wieder zu starten. Und ja, ich hatte das Höchstgebot für dieses Messer. Es kam gerade mit der Post. Ich habe es tatsächlich noch nicht in der Hand gehabt. Ich kenne dieses Messer grundsätzlich aus Bildern und ich habe eine andere Version euch mal gezeigt. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie dieses Messer aussieht und was es so mit sich bringt, dann bleibt doch einfach dran. Das Messer kommt hier in dieser Box. Nicht viel dran. Hier sieht man schon mal die Bezeichnung. Böker Plus Haddock Pro Braun. Dasselbe steht dann nochmal auf dieser Seite. Und ansonsten haben wir hier einfach einen schlichten, richtig robusten Karton von Böker. Das Ganze kommt hier dann in so einer großen Nylon-Tasche und man merkt schon, dass da durchaus viel Messer drin ist. Ja, gibt es nicht viel zu sagen. Ist halt eine Nylon-Tasche mit Reißverschluss. Hier so ein gummierter Patch aufgenäht. Hier hat man nochmal so eine Schlaufe, wo man dann quasi das ja irgendwie so einhängen kann oder irgendwo hinhängen kann. Und dann natürlich den Reißverschluss. Ich denke mal, die Tasche selber wird wahrscheinlich eine Standardtasche von Böker sein. Da passen wahrscheinlich auch andere Messer rein. Da bin ich jetzt nicht so wissend. Hier mal ein bisschen Paperwork. Das ist wahrscheinlich irgendwie Pflegeanleitung, Garantiehinweis und so Geschichten. Das braucht man eigentlich nicht. Die Tasche innen ist so mit so Vlies ausgekleidet. Und dann haben wir hier so zwei Taschen. Da könnten hier so zwei verschiedene Messer rein. Ja, und hier ist das gute Stück. Wie gesagt, ich habe euch vor längerer Zeit schon mal das Böker Haddock gezeigt, allerdings in einer anderen Version mit schwarzem G10, so gegroovedem G10. Und da war es so, dass nur eine Griffschale war und auf der anderen Seite war die Platine aus Metall. Ich weiß nicht, ob es Titan war. Es war auch eine Leihgabe von Stefan. Das Messer damals war schon ganz schön runtergerockt, hat ziemlich gequietscht beim Aufmachen. Ich verlinke euch das Video mal hier oben, könnt ihr mal nochmal reinschauen. Ja, und wie ihr seht, hier das Ganze in einem braunen Mikata, eben auf beiden Seiten. Das ist sehr griffig, also ist nicht glatt poliert, das gefällt mir gut. Es liegt also da bestimmt auch sicher gut in der Hand. Dann haben wir hier einen schönen Clip. Der ist ziemlich Deep Carry angebracht, also das Messer verschwindet ziemlich weit in der Hosentasche. Hier auf der Oberseite haben wir noch so ein Langloch für eine Fangriemen. Hier haben wir zwei so Standoff-Pins, die eben die Griffschale sozusagen auseinanderhalten. Und viel mehr ist da nicht. Also da ist hier kein Backspacer oder irgendwie sowas. Das war's. Ja. Und dann sieht man schon, wie die Klinge hier weit rausschaut. Das sehen wir uns gleich nochmal an. Und hier blitzt schon ein Logo hervor. Ja, jetzt würde ich sagen, machen wir das Ganze mal auf. Es ist ja ein 42A-konformes Messer. Deswegen ist hier eine Fingerkerbe, also für den Nagel, und damit kann man das Messer öffnen. Ich behaupte, das ist grenzwertig, weil ich habe das bei dem anderen schon geschafft. Man könnte es, wie ihr seht, mit einer Hand öffnen. Also im Zweifel verlasst euch nicht drauf. Wenn eine Kontrolle kommt, je nachdem, ob der Wachmeister das gut findet oder nicht, könnt ihr euch das als so Einhandmesser auslegen. Es ist gefährlich, es so zu öffnen. Man kann sich dabei schneiden. Und die Klinge verriegelt eben. Also man sieht hier einen Liner-Lock, der hier die Klinge verriegelt. Schauen wir uns die aber erstmal an, die Klinge. Ja, das Messer sieht sehr unbenutzt aus. Ist kein Kratzer auf der Klinge zu sehen. Mehr als Papier hat es wahrscheinlich nicht geschnitten. Und wir haben hier eine schöne Klingenform, die hier vorne so abfällt. So eine Sheepfoot-Klinge. Da haben wir dann hier so ein Böker-Logo drauf. Die Klinge selber ist so mattiert, stonewashed, würde ich sagen. Also sie glänzt natürlich, aber sie ist nicht poliert. Und man sieht hier diese Struktur auf der Klinge. Also es scheint schon so eine Art Stonewash zu sein. Und auf der anderen Seite haben wir hier das A für Anso. Das ist der Designer Anso, Jens Anso, der hier diese Messer entwickelt. Und mir gefällt das einfach sehr gut. Ich mag diese besondere Klingenform. Ich mochte das schon an einem anderen Böker, oder einem anderen Haddock, was ich euch gezeigt habe. Das gefällt mir richtig gut. Um das Messer jetzt wieder zu entriegeln, drückt man hier mit dem Daumen diesen Lock nach drüben und dann klappt das Ganze ein. Ihr habt schon gesehen, hier ist nochmal so ein Zwischenstopp. Na, da ist die Kugel.
vom Detent, aber die kann man mit Drücken überwinden. Ja, seht ihr das? Zack. Und jetzt ist die auch drin, die Klinge, also die geht nicht einfach auf. Man braucht schon ein bisschen Kraft, um das Ganze, naja, Kraft. Also man muss schon ein bisschen dran ziehen. So. Und dann verriegelt es. Der verwendete Stahl ist ein D2-Stahl. Weiß nicht, ob man es lesen kann. Hier unterhalb der Griffschale, da so kann man es vielleicht sehen. Jetzt hier auf der Kamera sieht man es leider nicht. Aber da ist ein kleiner Aufdruck. Und was auch schön ist und besonders an dem Messer, ist hier noch der Aufdruck 0001. Das ist nämlich die erste Version, Seriennummer 1 von dieser Edition. Das ist nämlich die Knife Launch Edition mit diesem braunen Mikata. Und ja, das macht das Messer auch nochmal ein Stück weit besonders für mich. Der Anschliff ist ein Flachschliff, würde ich sagen, mit einer schönen Phase unten. Kann man sehen, die glänzt ganz gut. Schärfe sollte soweit ordentlich sein. Also das habe ich nicht anders erwartet. Es ist ja wirklich fast wie neu. Ja. Man kann hier so ein bisschen sehen, seht ihr das, diese runden Aussparungen. Ja, jetzt kann man sie sehen, da diese drei, da ist die Platine unten skelettiert, dass das Ganze ein bisschen leichter macht. Und hier sieht man halt die Platine mit dem Linerlock. Genau, das Messer selber ist relativ kopflastig, die Klinge ist schon relativ schwer im Vergleich zum Griff. Wir haben hier schätzungsweise, ja, es sind 4 mm und was haben wir hier, 2,5 cm, also etwa 2,5 cm. Insgesamt haben wir hier eine Länge von, ich glaube es waren knapp 20 cm. Hier haben wir, ja, es sind 20 cm insgesamt, wobei hier so 8,5 etwa die Klinge sind. Ich lege euch mal noch ein paar Messer daneben, dass ihr einfach mal einen Vergleich habt von der Größe her. Hier mein Schweizer Messer. Hier haben wir das Böker Tech Tool One mit meiner Kupferausführung und vielleicht noch das Manly Wasp. Genau, ein bisschen weiter hoch, dass ihr es besser sehen könnt. Also es ist schon ein relativ großes Taschenmesser. Man wird es definitiv in der Hosentasche spüren im Vergleich jetzt zu so einem Tech Tool zum Beispiel. Da bin ich dann mal gespannt, wie sich das so im Alltag dann trägt. Total dreckige Klinge, aber das seht ihr. Das kommt ungefähr hin von der Größe. Es ist ungefähr gleich groß. Das Manly ist sogar noch ein Ticken länger, dafür etwas schlanker. Aber so, dass ihr das einfach mal im Vergleich habt. Mehr gibt es zu dem Messer im Grunde nicht zu sagen. Ich bin mir jetzt gespannt, wie das sich im Alltag so schlägt, wenn man es in der Hose mit sich führt. Es hat schon ein ordentliches Gewicht. Ja, sogar noch mal, vielleicht sogar einen Tick schwerer wie das Manly. Aber ich habe das gesehen und ich wollte es unbedingt haben. Mir hat das Haddock, was ich letztes Mal gezeigt habe, schon gut gefallen. Aber das gefällt mir noch mal besser mit dieser beidseitigen Griffschalung. Und ja, die Klinge, das ist einfach sexy. Und es ist ein schöner Slicer mit der Spitze vorne. Lässt sich bestimmt richtig schön fein schneiden. Das wird auf alle Fälle den User werden. Also ich werde das jetzt nicht in der Vitrine oder irgendwo rumliegen lassen. Ich werde es sicherlich benutzen, dann nicht dauerhaft, aber das Messer wird bei mir nicht rumliegen und es wird dann seine Spuren kriegen. Jo, dann sage ich danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Halte die Ohren steif. Bis dann. Ciao.